Diese Goldwaschpfanne hat einen Durchmesser von 1,5 Meter. Und damit möchte ich euch zu einem neuen Video von mir begrüßen. Seit über 10 Jahren warte ich auf so eine Goldwaschpfanne und endlich habe ich sie in die Hand. Ich habe mir gleich das komplette Set gekauft und wie ihr ja seht, von der Firma Abenteuer Schatzsuche. Ich möchte erwähnen, dass dies keine Werbung für die Firma Abenteuer Schatzsuche ist und ich dieses komplette Set selbst bezahlt habe. Das Set hat rund 70 Euro gekostet und ist meiner Meinung nach nicht teuer. Dann ist in diesem Set ein Saugfläschchen dabei von der Firma XP mit ihrem roten Logo. Dann haben wir ein schönes Nuggetgläschen. Es ist aus Plastik, aber irgendwie, ja, so Glasplastik, weiß ich nicht. Schaut wirklich schön aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich schraube mal das Fläschchen für euch zusammen. Gefällt mir übrigens sehr gut, das Fläschchen. Und das ist, ja, Crap. Man braucht es nicht. Also ich brauche es jetzt nicht. Eine Plastikpinzette, die habe ich auch gleich nicht ausgepackt. Brauche ich nicht. Und das soll ein Defragmenter sein. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen, ja, installieren werde. Da muss man ja praktisch in die Pfanne reinbohren, damit zerstöre ich das. Naja, gut, muss ich erst gucken. Im Set wird dann noch eine Doppellupe mitgeliefert. Man kann sie, ja, benutzen, muss man nicht. Die ist aus Plastik, genauso wie die Linsen. Glaslinsen sind natürlich, haben eine höhere Qualität, auch jetzt, wenn man jetzt gerade im Mineralienbereich unterwegs ist. Muss man haben, muss man nicht haben. So würde das Ganze mit dem Defragmenter aussehen. Hier würde man die Löcher bohren. Das ist doch ziemlich passgenau. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Vielleicht werde ich mir eine Ersatzpfanne kaufen, dann praktisch mit zwei Pfannen arbeiten, eine mit Defragmenter und eine ohne den Fragmenter. Ohne den Defragmenter. Ja. Die Goldwaschpfanne ist seitlich verstärkt, wiegt aber trotzdem nur 800 Gramm.
Meiner Meinung nach ist die Goldwaschpfanne sehr gut verarbeitet. Ich freue mich schon, dass ich diese benutzen darf. Und ich freue mich auch, wenn ich Gold mit der Pfanne finde. Aber ich glaube, das ist das geringere Übel. Wichtig noch zu erwähnen wäre, bitte raut die Pfanne nicht mit Schmögelpapier an. Dadurch verliert ihr einen wichtigen physikalischen Zustand. Durch die Corona-Beschränkungen kann ich euch keinen Feldtest liefern. Dafür habe ich euch aber die XP-Seite rausgesucht. Hier wird nochmal detailliert dargestellt, wie ihr mit der Waschpfanne zu waschen habt. Ein paar schöne Aufnahmen sind dabei. Ich wünsche euch, falls ihr die Goldwaschpfanne erworben habt, viel Spaß damit. Ich werde es haben. Und nach den Corona-Maßnahmen, wenn wir wieder free sind, dann werde ich natürlich einen Feldtest nachliefern. Und ich hoffe, dass ich da schöne Aufnahmen für euch machen kann. Ich habe jetzt auch ein bisschen in Technik investiert. Und dann wünsche ich euch, ja, kommt gut durch mit dem Corona. Bleibt gesund und Glück auf, euer Thorsten.